So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Part sind wir aus der Unterwasserfarm geflüchtet und müssen jetzt die Nachricht über Botas Tod überbringen. Und ja, das sagt die Leute auch, wir müssen zum Serverstützpunkt. Wenn ich sage, nee, doch nicht, dann bleibt er in der Stadt. Ah, ja. Gut, dann gehen wir gleich zum Stützpunkt. Ich wollte eigentlich erst was anderes machen, aber gut. Ich werde hier, ich möchte eine Weile allein sein. Wie was? Nein, es hat nichts mit der Flöte zu tun, entschuldige. Na gut, es ist gefährlich hier, also bleib in der Nähe. Ja, gut. Wenn wir schon da sind, können wir auch gleich den Rubia zurückgeben. Den wir vor sich geliehen. Was? Ach ja, wer macht das? Ist er zurück? Ist tot. Ja, er hat uns gebeten, dir zu sagen, dass er seine Mission erfüllt hat. Ich verstehe. Dann aktivieren wir das Dimensionstransfersystem. Ihr könnt nach Belieben zwischen den Welten hin und her reisen. Er ist nicht zu sagen. Oder hat sein Leben für die Abtrünnige gegeben und... Leute, das ist nicht an uns, den zu sprechen. So, dieser Typ war schon ewig mit Doc Bonner zusammen. Egal, was wir sagen, es wird ja doch nichts ändern. Na schön. Ach ja. Das hätte ich nicht fast vergessen. Unser Freund Henry hat von ihnen abgeliehen. Den wollen wir zurückgeben. Henry hat von uns geliehen, aber unsere... Stimmt fast nicht. Nein, alles in Ordnung, wir nehmen ihn. Sag das Personal im Kontrollzentrum, wie die Energieversorgung für das Dimensionstransfersystem funktioniert. Johann, es tut mir leid. Unsere Rehards sind noch im Hangar. Was geht hier vor? Dimensionstransfer mit Hilfe der Rehards. Das Dimensionstransfersystem der Rehards wurde aktiviert. Somit ist ein beliebiger Wechsel zwischen den beiden Welten möglich. Fliege mit der Beschützung, bla 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 bla. Was seid ihr ja? Ihr geht jetzt wieder, oder? Ja, wir bringen dich zu Altessa. Danke. Eine Beamerei hier! Meine Güte! Okay. Ich wollte eigentlich was machen, zuerst. Aber gut. Dann halt nicht. Lumifos, ich wünsche dir eine gute Zeit mit Altessa. Ich werde mich besuchen kommen, versprochen? Natürlich! Pass auf dich auf. Ich werde dafür beten, dass es dir gelingt, deine Schwester zu rächen. Danke. Bisher Schwester rächen? Wovon sprichst du? Stimmt, wir haben Riegel noch nichts davon erzählt. Das ist doch kein Thema, dass wir jetzt breitreden müssen, oder? Senos, sagst du etwas so? Warum sagst du so etwas, Senos? Ist wichtig. Bisher Schwester ist ermordet worden. Ermordet? Ja, verfehlt Bisher ist ihre Schwester statt in den Dienst als Adligen namens Bryant. Aber dann hat ihr Chef Bryant. Das ist ein Wie kann man nur ein Kind töten? Schwester, das kann nicht sein. Bisher, wie war der Name deiner Schwester? Alicia. Ich verstehe. Weißt du etwas darüber? Ich weiß vielleicht, wer der Mörder ist. Wirklich? Bringt mich nach Altamira. Okay. Mach ich das gleich? Ach komm, das mach ich gleich, oder? Kann ich jetzt in die andere Welt? Weil ich wollte eigentlich nur schnell was kurz holen. Kann ich jetzt in die andere Welt? Mal kurz schauen. Denn wenn wir nämlich jetzt hier rangehen, können wir immer die Welten wechseln. Hier in Tetiala und hier in Silverrand. Das ist nicht schön. Und ich kann tatsächlich die Welten wechseln. Das ist schön. Da möchte ich nämlich... Jetzt, wo wir nämlich die Rehards haben, können wir auf die kleine Insel hier oben. Und da gibt es ein interessantes Dorf und... Ja, da möchte ich hin. Dam, dam, dam. Da, 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 da. Denn hier ist nämlich das Katzdorf. Mit wunderschöner Musik. Katzdorf. Hey, und hier gibt es nämlich einen Laden. Und in diesem Laden gibt es nämlich Katzenhandschuhe. Und die Katzenhandschuhe kaufe ich gleich dreimal, weil die geben nämlich 11 Verteidigung. Und das sind die besten... Sind das die besten Handschuhe im Spiel für Frauen? Ich glaube schon. Doch, müsste eigentlich so gewesen sein. Und... Ja... Da kaufe ich auch mal ein bisschen Einkommen. Da, 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 da. Ich mag
die Musik hier total gerne. Außerdem kann man hier wunderschön Zutaten einkaufen, wie ihr seht. Ja, ist schon cool. So, die Handschuhe. Einmal Rain, Shayna und Colette. Der Seher behält noch ihre Eisenklaue, die ist besser. So, hier gab's hier noch ein Rezept? Ich denke fast schon, ich weiß aber nicht mehr wo. So, hier ist übrigens oben der Katzen-Opi, der sich hier lustig im Kreis dreht und hier glitscht man sich manchmal auf ein bisschen. Und da kann man sich jedes Z-Gespräch nochmal anhören, was man verpasst haben sollte oder so. Also hier kann man lange Zeit verbringen. Ach, Altamira, ja, ich weiß. Das mache ich ja gleich. Alter, meine Güte. Was machst du hier? Bart. Der Baum ist kleiner geworden, seit ich angefangen habe, meine Krallen daran zu schärfen. Die tun weh. Warum ich nicht aufhöre? Ich kann aber nicht. Mau! Okay. Das Musik hier, ne? Da gab es hier trotzdem kein Rezept. In dem Wasser gäbe es hier ein Rezept. Wechsle ich das gerade mit plus 2. Das kann nämlich auch sein. Hier ist übrigens das Gasthaus. Ich glaube, das verwechsle ich gerade. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Ich wollte nur eigentlich nur schnell die Handschuhe holen. Und ja, jetzt können wir uns auf den Weg nach Altamira machen. So, Nacht, Herr Diala. Dankeschön. Und dann schauen wir doch mal, was Regal zu Perseas Schwester weiß. Dürfen alle gespannt sein? Ich weiß es natürlich leider schon. Oder was heißt leider? Hast du von Alishas Schicksal erfahren? Alishas Grab im Azurgarten der Firma Lazaredo. Ich verstehe, lass uns alle dorthin gehen. Ah ja, jetzt will er auf einmal trotzdem mit nach Altamira. Na dann schauen wir doch mal. Ah, das Spiel hat so schöne Musik. Es ist echt unglaublich. Unglaublich toll. Wow, was ist passiert? Was geht dir vor? Der X4 Broker Wally ist reingegangen. Wally, da werden wir der Bösen. Lass ihn reingehen! Tell me the password to the inner area of the Toys Valley Mine, now! I don't know anything about it. Wrong answer! How about I tell you instead? Master Regal, what are you doing here? So, the president himself decided to pay a visit. Perfect. President? The route to the Toys Valley Mine opens by my voice print and cornea scan. Forcing it open would undoubtedly cause the X-Sphere mine area to collapse. Is that so? In that case, Regal, you're just going to have to come open it for us! I'm going to be out of business if I don't get my hands on some more X-Spheres. I think not. Besides, Rodial is dead. You don't have anyone to unload huge numbers of X-Spheres on. Are you stupid? I don't need Rodial. I've got the Pope himself on my side. And there's plenty of people around who'd love to get their hands on some X-Spheres. That's enough. I cannot forgive you for killing an innocent person. Kujinawa, you're working with this guy? Soon, the king will die, and the Pope will take over. And when that happens, I'm going to grind your pathetic Lazareno company into the ground!
Are you all right, George? Yes, Master Regal. Thank you. My name is Regal Bryant. I was granted the title of Duke by His Highness, and also the President of Lazzareno Company. Although it would seem that the Chosen already knows me. I saw you at one of the Princess's birthday parties. Oh, yeah. I'd forgotten that this guy's actually a member of High Society, too. Then Alicia's killer, Bryant, is... Wait, it can't be... Regal? Alicia... Master, I'm so happy to see you again before I disappear. I'm sorry. Even after death, you still suffer. It's all right. It's not your fault. Alicia, what do you mean? Alicia and I were in love. Then I, his servant, interfered and forced them apart. Alicia was handed over to Varley. He wanted to use her in an X-Sphere experiment. Was he trying to create Crucius crystals? It seems so. But the experiment failed. I've fulfilled my promise. The mine is yours. Now please, return Alicia to me. Sure thing, Bub. You can have her. I don't have any use for a failed piece of work like that anyway. What? This is Alicia. She wasn't compatible with the X-Sphere experiment. It worked just fine on another from her family. Master Regal, please, kill me. I can't. I could never kill you with my own hands. It's because I love you that I want you to do it. Master Regal killed me in order to save me. It was the only way. Just like marble. I'm so glad I got to see you again in the end. I have no regrets now. So please, Regal, stop punishing yourself. Alicia... But with my own hands, I... I will disappear very soon. So please, don't leave me anything to worry about. You don't need those shackles. You've suffered enough. I took the life of the one I love. These are the symbol of my crime. As... You don't need that punishment anymore. Please, Regal. Genus and I once experienced the same thing you did. And I also imagined what it must have been like for my dad. When my mom turned into a monster and he struck her down. He must have suffered as well. Your father did the same thing? That's what I heard. I don't know if the decisions you or my dad made were correct. But I don't think my mom would have wanted my dad to punish himself and live the way you have. Is that true? Yes, it's just as he says. At least... I don't want you to live like that. All right. But I will never use these hands as tools of death. I swear that to you. To you and to Lloyd. And once we have defeated those who use X-Spheres to toy with people's lives, I shall remove these bonds. Thank you, Master. Persea, I think I can finally rest in peace.
Please destroy the crystal before I am totally absorbed into the X-Sphere. Why? Can't you stay like you are now? If I stay like this, I will live on forever. Isolated consciousness, unable to even speak, existing for eternity. It would be true hell. Persea, Regal, what do we do? Please, set her free. Yes. Goodbye, Alicia. Thank you. Persea, please forgive Master Regal. Please. I'm sorry I never said anything about this until now. I am a criminal. Master Regal confessed to killing Alicia and went to prison on his own will. While I was in prison, the Pope promised to arrest Varley in exchange for kidnapping Colette. I believed him and agreed to do it. So that's why you are after us. Please. I ask you to postpone my final judgment until we and stop them from using X-spheres to toy with people's lives. Of course. We'll work together to defeat them and restore the giant tree. Are you okay with that, Persea? Varley was responsible for Alicia's death as well. Okay. I'll try not to think of you as my enemy. I'm not sure I can change right away, but... I'm sorry. It was Alicia's last request, so... I won't say a word about it anymore. Ja! Wow, das war eine lange Cutscene. Wir haben den Titel bekommen. Jetzt wissen wir also Bescheid. Bringt er irgendwas? Natürlich bringt er nichts. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten und ja, an dieser Stelle beende ich den heutigen Part, denn das war's mal wieder für heute und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!